Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal den günstigen der beiden L'Occitane-Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der hier kostet 64 Euro und oh mein Gott, ist der hübsch. Also super schade, dass das nur ein Kläppchen-Adventskalender ist. Ja, so kam der halt an. 1976. Cultivators of Love. Also es scheint seit 1976 auch irgendwie L'Occitane zu geben oder so. Auf jeden Fall finde ich das so schön mit diesem Pop-up da in der Mitte, ne? Ja. Pflege haben wir hier drin und das ist französische Pflege und jetzt schauen wir mal rein. Am 1. Dezember haben wir etwas zum Baden drin und zwar sind das 18 Gramm einer Badetablette mit Minze, Pinie und Rosmarin. Ja, sowas erklärt natürlich, weswegen der Adventskalender auch so unglaublich gut duftet. Mega angenehm. Am 2. Dezember haben wir eine Körpercreme hier drin und zwar eine Verven Argüm mit 35 Millilitern. Man kriegt die immer relativ schwer hier raus, aber wenn man die halt über Kopf lagert, dann kriegt man das ganz gut wohl hin. Ne? Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön und diese Verven Argüm ist eine der Hauptreihen, die wir so auch von L'Occitane kennen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und das was mit Kirschblüte drin, Leute. Ein Duschgel, ein Bad- und Duschgel mit Kirschblüte und da sind 35 Milliliter drin enthalten. Ich liebe Kirschblütenduft, also das ist ja so ein bisschen Ritual of Sakura-Style, ne? Oh Gott, das riecht unglaublich gut. Hier haben wir die Nummer 4. Auch das riecht wirklich toll. Hier haben wir auch eine Verbene ist es, glaube ich, ne? Seife drin enthalten. Und hier sind drin enthalten 25 Gramm. Das ist einfach eine Stückseife, die man sich einfach so in eine Seifenschale packen kann. Oder was ich auch ganz gerne mache, ich habe so ein Magnetding, das mache ich hier dran und mache das dann magnetisch einfach an die Wand. Das ist easy, das ist super, das ist total klasse. Am 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus, erwartet uns etwas aus der Immortellen-Reihe. Immortelle Reset, ein Nachtserum, haben wir mit 5 Millilitern hier am Start. Das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Größe. Aber so kann man es auf jeden Fall ein bisschen ausprobieren, ne? Genau, also ich hoffe, dass wir vielleicht auch ein paar mehr größere Sachen drin finden. Aber ich glaube, da wäre dann tatsächlich der teurere Adventskalender mehr so der Ansprechpartner. An Nikolaus selber bekommen wir eine Handcreme und die Handcremes von L'Occitane sind echt cool. Osmanthus Handcreme mit 10 Millilitern haben wir hier drin enthalten. Eine schöne Größe, die man sich so in die Handtasche packen kann, ne? Also eine tolle Reisegröße, auf jeden Fall eine gute Sache. Am 7. Dezember haben wir wieder etwas für den Körper drin enthalten und zwar 20 Milliliter von der Mandel Body Milk. Das ist diese hier. Auch sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm. Mandelduft ist, und also Mandel generell ist ja auch sehr pflegend und Mandelduft mag ich auch sehr gerne generell auf der Haut ganzjährig. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und auch die kommt aus der Verbenen-Reihe. Und zwar haben wir hier unser zweites Duschgel drin enthalten. 30 Milliliter sind hier drin und auch das ist eine schöne Reisegeschichte, ne? Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ist dann etwas frischer unterwegs. Richtig, richtig cool. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein etwas größeres Produkt freuen. Es ist jetzt schon das dritte Duschprodukt und das zweite in Folge. Eine parfümierte Duschcreme Noble Epine, 75 Milliliter. Den Duft kenne ich jetzt so noch nicht. Ich würde sagen, da halten wir doch einfach mal das Näschen dran. Ist jetzt nichts super, also leicht blumig, würde ich sagen. Mal gucken, wie das dann unter der Dusche ist. In der Nummer 10 darf es dann mit Skincare weitergehen. Das ist auch eine sehr, sehr kleine Größe. 5 Milliliter von einer leichten Shea-Creme. Also Creme, Confort, Leger, Karité, 5% sind hier drin enthalten. Und das ist einfach eine leichte Gesichtscreme für Tag, für Nacht, wie man auch immer möchte. Je nachdem, was für einen Hauttypen man so hat. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält etwas, was ich vom Duft her nicht ganz so feier, muss ich sagen. Also ich finde, das riecht sehr altbacken, ne? Barbotine Savon Parfumé, also eine parfümierte Seife mit 50 Gramm. Auch hier einfach eine Handseife, die ich mir dann mit einem Magneten einfach bei mir im Badezimmer befestigen würde. Hallo. Es möchte nicht so gerne scharf stellen. Das ist echt großartig, ne? Ich glaube, die Kamera denkt sich, nein, nein, ich möchte mich hier drauf konzentrieren. Das ist so schön. Und auch zur Halbzeit bekommen wir eine Gesichtscreme. Das ist die Immortelle
Divine Youth Cream mit 4 Millilitern, das ist schon sehr, sehr wenig. Vor allem, wenn man sich das anguckt, das ist bis hier gefüllt. Ne? Ich halte es jetzt ja auch so quasi durchs Licht, gegen das Licht, weil das Ringlicht ist ja quasi um die Kamera herum und es ist bis hier gefüllt. Das ist schon krass, muss ich sagen. Aber gut, ja, es ist mit drin. Das ist jetzt die erste Halbzeit gewesen und wir haben schon wirklich sehr viel Eintönigkeit, sage ich mal, von den Produkten an und für sich, ne? Aber wir gucken jetzt erstmal auf die andere Seite, denn ich habe jetzt hier die erste Hälfte geöffnet, ne? Und dann dreht man den Adventskalender um und hier geht's weiter. Die zweite Halbzeit wird eröffnet von einer Handcreme. Das ist auch ein Klassiker. 20% Shea Butter sind in dieser Handcreme enthalten. 10 Milliliter für trockene Haut geeignet. Ja, die habe ich schon mal aufgebraucht, finde ich sehr, sehr, sehr angenehm. Gerade so zur Winterzeit, wenn die Haut sehr trocken ist. Am 14. Dezember dürfen wir uns die Haare waschen, was ich sehr begrüße. 5 essentielle Öle sind in diesen 35 Millilitern enthalten. Und ja, da weiß ich jetzt nicht genau, wie die Reihe hier heißt. Das ist einfach hier das Shampoo und da sind 35 Milliliter drin. Und es riecht nach Kräutern. Also der Adventskalender führt uns auf jeden Fall sehr, sehr sauber durch die Weihnachtszeit, denn am 15. Dezember enthält er wieder eine Seife mit Karité-Butter, also mit Shea-Butter, 25 Gramm. Milk Extra Gentle Soap ist das. Okay, ja, ein Stück Seife. Okay, ist jetzt das dritte, ne? Ja. Ja, am 16. Dezember bekommen wir ein Füllprodukt und zwar eine Nagelfeile. Das ist wirklich eine Blattfeile. Ne? Das ist eine Blattfeile und ein Rosenholzstäbchen. Immerhin, ne? Also ja, ja, ist okay, komm, ist okay, ist okay. Ich mag Nagelfeilen, aber ist okay. Eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember dürfen wir uns eincremen. Das ist die dritte. Und zwar auch wieder aus der Verveine-Reihe, also aus der Verbenen-Reihe. 30 Milliliter haben wir hier in dieser Bodylotion drin. Die kriegst du wirklich sehr schwer jetzt hier raus. Ne? Also das ist schon sehr fest. Also da muss man wirklich doll schütteln. Trotzdem, also ich finde es cool, dass wir hier auch eine gute Reihe dann haben, weil du hast ja auch schon das Duschgel dazu bekommen. Ja. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wir haben am 18. Dezember Immortelle Précieuse eine Proaktiv Augencreme drin. Das finde ich ja schön. 4 Milliliter sind hier drin enthalten. Auch hier das Tüpchen bis hierhin gefüllt. Ne? Aber naja, es ist okay. 4 Milliliter von der Augencreme, das ist preislich halt auch immer eine andere Sache als 4 Milliliter von der Gesichtscreme. Und ich finde es schön, dass die jetzt hier auch wieder ein bisschen Abwechslung reingebracht hat. Auch am 19. Dezember dürfen wir uns die Haare waschen, hätten die ein bisschen besser verteilen können. Das ist jetzt ein festes Produkt aus der Mandelreihe und da sind 30 Gramm drin enthalten. Also der Trend geht ja auch wirklich dazu, dass viele Leute auch diese festen Produkte verwenden. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass sowas hier auch in dem Adventskalender drin ist. Riecht wirklich angenehm, ne? Meine Haare mögen das leider nicht, das ist zu trocken. Also da trocknet meine Kopfhaut enorm von aus und dann fettet das Ganze halt bei mir zu schnell nach, einfach weil meine Haut das regulieren will. Der 20. Dezember eröffnet jetzt so den Endspurt Richtung Weihnachten und da haben wir auch aus der Verbenen-Reihe 35 Milliliter von einem Duschgel drin. Das ist dieses hier. Hatten wir das nicht eben schon? Nee, das ist das Verben und Argüm. Also das ist dann nochmal eine andere Reihe, aber ja gut, das ist jetzt das vierte Duschgel, ne? Also das ist dann eins zu viel, ne? Aber wir gucken jetzt einfach mal und so ein bisschen vor Heiligabend zu duschen ist ja auch okay. Am 21. Dezember bekommen wir unsere dritte Handcreme. Das ist für Hand- und Nagelpflege, 10 Milliliter aus dieser Delicious Hands-Reihe, ja, Mandelreihe halt, ne? Das ist dieses hier, finde ich gut, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Und wenn man so den Tannenbaum geschmückt und aufgestellt hat und so weiter, also erst aufgestellt, dann geschmückt, dann hat man ja auch das Bedürfnis, sich die Hände einzucremen. Am 22. Dezember dürfen wir uns nochmal das Gesicht eincremen. Da haben wir die Precisious Cream. Genau, 5 Milliliter sind hier drin. Und ja, das kann man gut gebrauchen. Ne? Eine kleine Gesichtscreme, das dürfte jetzt auch die dritte sein. Dann passt es auch schon. Und dann schauen wir mal, was wir am Tag vor Heiligabend machen dürfen. Vielleicht baden? Nein, besser. Wir haben zu dem Shampoo jetzt auch noch den passenden Conditioner mit 35 Milliliter. Sehr, sehr cool. Also ich mag das, wenn wir in Adventskalendern sowohl Shampoo als auch Conditioner drin haben, sodass man dann auch beides gegebenenfalls zusammen verwenden kann. So, Heiligabend. Ich glaube, das ist ein Klassiker, oder? Also wir haben jetzt hier nämlich 50 Milliliter, das dürfte eine Full-Size sein, glaube ich, von der 25-prozentigen Shea Butter Handcreme für trockene und sensible Haut geeignet. Und ja, ne? Definitiv, L'Occitane bringt man auch mit dieser Handcreme in Verbindung. Das dann in die 24 zu packen, finde ich gut.
Wir hatten jetzt vorher schon drei andere Handcremes, da hätte man vielleicht eine der Handcremes durch ein Serum zum Beispiel ersetzen können, ne? Das wäre dann etwas ausgewogener gewesen und so schaut dann die Handcreme aus. Wunderschön und sehr, sehr pflegend, sehr, sehr angenehm. Also der Adventskalender sieht so wunderschön aus, dass man gar nicht böse mit ihm sein möchte. 64 Euro für die Produkte, die ich jetzt hier vor mir stehen habe, finde ich schon eine Hausnummer, ne? Also ich rechne euch das ja auch immer so ein bisschen aus, was das Ganze wert ist. Ja, also ich finde, dass sie das halt ein bisschen ausgewogener hätten handhaben können und etwas besser hätten verteilen können. Vor allem nicht zwei Duschgele hintereinander oder so, ne? Aber an und für sich lernt man durch den Adventskalender das Sortiment doch ganz gut kennen. Also wir haben hier eigentlich so aus allen Bereichen ein bisschen was mit dabei. Es ist sehr verbenenlastig. Die haben eigentlich noch andere Reihen, aber ist okay, ne? Und wenn man sagt, Mensch, ich möchte das Ganze halt ein bisschen intensiver austesten, kann man sich ja auch noch den großen Adventskalender holen. Muss man halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber den hier finde ich optisch wunderschön und finde es echt schade drum, dass der jetzt so leider in die Tonne wandert. Ne? Das ist echt traurig, aber positiv in die blaue Tonne und nicht in den gelben Sack. Ja, das war jetzt so der L'Occitane kleine Adventskalender. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich weiß nicht, also so manche Produkte unterscheiden sich schon zu dem vom letzten Jahr. Manche Sachen sind einfach Klassiker und so weit drin geblieben. Ne? Ja, wie gesagt, eure Meinung gerne in den Kommentaren und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.